Heute Abend möchte ich über zwei sogenannte Paramitas sprechen. Die eine ist Aditana, was ungefähr als Entschlusskraft übersetzt werden könnte, und die andere Pranidhana, Entschluss oder Wunschgebet vielleicht. Paramitas sind heilsame Geistesqualitäten, die wir durch unsere Praxis vervollkommnen können, wie zum Beispiel Großzügigkeit, Dana Paramita, Geduld, Kanti Paramita, Ausdauer und Bemühen, Virya Paramita. In der Theravada-Tradition wird Aditana, Entschlusskraft, als Paramita aufgelistet. Und in der Mahayana-Tradition wird an dieser Stelle Pranidhana gesetzt. Sie sind sich so viel, soweit ich sie verstehe, ziemlich ähnlich. Verwandt, wenn auch nicht genau dasselbe. Und vielleicht wird der Unterschied zwischen diesen beiden sichtbar, vielleicht auch nicht. Was diese Kräfte bedeuten und bewirken, aber das ist sehr wichtig, sehr wesentlich, sehr hilfreich in unserer Praxis. Bei Aditana handelt es sich um einen Aspekt der spirituellen Praxis, der von uns Meditierenden vielleicht manchmal unterschätzt oder sogar eben übersehen oder weggelassen wird. Es ist die Ausrichtung auf die Werte und Ziele unserer Praxis. Es ist aber auch Entschlusskraft, es ist auch die Hingabe oder die Entschlossenheit, mit der wir uns an die Praxis hingeben oder an die Werte, die wir in unserem Leben als zentral sehen. Aditana hat also mit der Entschlossenheit zu tun, diesen Weg zu gehen, vielleicht auch diese Vision zu verwirklichen. Pranidhana andererseits ist mehr eine Art Leitbild oder Zukunftsentwurf, der Klarheit in Bezug auf die Richtung, in der wir uns bewegen. Und dann ein Entschluss, auch tatsächlich in diese Richtung zu gehen. Also sind sehr ähnlich die beiden. Und beide sind also Paramitas. Vervollkommnungen. Vervollkommnung nicht so sehr im Sinne von etwas, das wir perfektionieren müssen in uns, sondern mehr im Sinne einer innewohnenden Qualität in uns, die wir wiederentdecken und stärken. Das ist eigentlich dasselbe, aber es gibt ein anderes Gefühl dafür, wenn wir von einer Qualität sprechen, die wir vielleicht nur ansatzweise haben und die wir perfektionieren müssen, oder wenn wir von einer Qualität sprechen, die uns eigentlich voll und ganz innewohnt, aber wir haben den Zugang dazu nicht so recht, weil, wie wir sehen, manchmal so ein paar Schleier im Weg stehen. Das sind uns innewohnende Qualitäten. Es heißt, Buddha habe jede dieser Paramitas während Hunderten von Leben geübt oder eben den Kontakt dazu wieder verbessert, kann man auch so sagen. Übersetzt gesagt könnte man vielleicht sagen, es handelt sich um zeitlose Qualitäten und Eigenschaften, um Aspekte unserer innewohnenden Buddha-Natur, Ausrichtung und Entschlusskraft. Diese Qualität von Entschlusskraft und auch von Hingabe kann umschrieben werden als die Fähigkeit des Herzens, eine eingeschlagene Richtung durchzuhalten, die Werte, die uns teuer und wichtig sind, hochzuhalten und unseren tiefsten Absichten und Zielen treu zu bleiben. Mein tibetischer Lehrer Geshe-Rabten verbrachte viele Jahre mit Studium und Praxis in einem der großen Klöster in der Nähe von Lhasa in Tibet, im Kloster Sera. Er hatte einen wunderbaren Lehrer und hochgeschätzten Guru, dessen Belehrungen und Segen ihm außerordentlich großen Nutzen gebracht hatten. Nach Jahren verließ dieser Lehrer das Kloster, um in seine Heimatregion im fernen Osttibet zurückzukehren und sich dort um seine Leute dort zu kümmern, sie zu belehren. Geshe-Rabten merkte bald, dass er
ihm eigentlich dorthin folgen wollte. Aber wie dorthin kommen? Er hatte kein Geld, er hatte keine Unterstützung, er hatte kaum rechte Schuhe für diese dreimonatige Reise zu Fuß, die das bedeutet hätte. Trotzdem entschied er sich zu gehen und mit einem Freund zusammen wanderten sie zu Fuß durch die unendliche, weite, leere Wildnis von Tibet, durch Hitze und Kälte, unterwegs um Essen bettelnd. Und wer Tibet nur ein bisschen kennt, ist nicht allzu oft Gelegenheit, um Essen zu betteln. Von Räubern bedroht, wobei es nicht viel zu stehlen gab. Tiger waren in ihrer Nähe in verschiedenen Situationen, bis sie schließlich im Kloster des Lehrers ankamen. Geshe-Rabten hatte ein und nur ein Ziel im Leben, sich auf beste Art und Weise im Dharma zu üben, um für viele von größtmöglichem Nutzen sein zu können. Und dafür war er bereit, alle Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Genau dies ist die Kraft von Atitana, von Entschlusskraft und Hingabe. Übrigens hat ihm sein Guru gesagt, sei keine gute Idee, er solle wieder zurück. Was er dann tat zu Fuß. Also er blieb natürlich ein halbes Jahr oder ein Jahr, was dort nicht so lang ist. Es gibt einen anderen außergewöhnlichen Lehrer, den zu treffen ich das Glück hatte. Nein, es ist nicht Daniel Shulkan, kommt später. Zuerst kommt Dampulo Sayadaw. Das ist ein Meister aus Burma, den ich im IMS in Massachusetts kennenlernte. Dampulo Sayadaw, ein sehr inspirierender alter Mönch. Ich denke, er war die zutiefst stillste und ruhigste Person, die ich mir je begegnet ist, die ich je angetroffen habe. Allein seine Hände zu beobachten, die Art, wie sie ruhten, vermittelten ein Gefühl von tiefem Frieden. Dampulo Sayadaw hatte bereits in jungen Jahren die asketischen Gelübde der Waldmönche genommen. Entschlossen, wach zu sein und zu erwachen, entschied er sich, sich zum Schlafen und auch sonst nie hinzulegen. Er ging, stand oder er saß, aber legte sich nicht nieder während vielen Jahren, also da war er schon fast 90 und hat sich auch da nie, ich habe gehört, 30 Jahre lang schon, hat er sich nie hingelegt. Braucht Entschlusskraft und Hingabe brauchen wir nicht zu tun. Hast mich so angeschaut. Braucht aber Entschlusskraft und Hingabe an die Praxis des Erwachens. Auch hier die Kraft der Ausrichtung und des Entschlusses sind eindrückliche Geschichten. Und wir können sagen, sie geschahen damals, vor Jahrzehnten, in Asien oder irgendwo. Aber natürlich sind sie auch für uns heute relevant. Atitana bedeutet, dass wir unsere ganze Energie in das legen, was wir zutiefst wertschätzen im Leben. Das heißt, wir bringen Hingabe in unsere spirituelle Praxis, wir bringen Hingabe vielleicht in unsere Arbeit oder wir bringen Hingabe in Sorgen um unsere Familie und unsere Kinder. Und in mancher Hinsicht ist es genau das, was wir hier tun im Retreat. Wir sind mit den Körperempfindungen, Atem, die Aufmerksamkeit wandert davon, wir bringen sie zurück. Sie geht wieder, vielleicht hunderte, vielleicht tausende von Malen, vielleicht in nur einem Sitzen, und trotzdem geben wir nicht auf. Wir beginnen von vorne, wir stehen immer wieder auf und versuchen von Neuem, weil diese Entschlossenheit da ist. Wie der berühmte amerikanische Sportstar Vincent Lombardi sagte, worauf es ankommt, ist nicht, ob du hinfällst. Worauf es ankommt, ist, dass du wieder aufstehst. Immer und immer wieder kommen wir zurück zum Moment, zur Bewegung des Körpers, zum Fuß, der die Erde berührt, zur Hand, Hand, die den Körper berührt, die den Löffel hält, die
Tasse hält. Meditation, Retreat braucht sehr viel Entschlusskraft und Hingabe. Durch das Auf und Ab der Energie dabei zu bleiben, und wir sehen, es ist kein gleichmäßiges Fortschreiten. Es geht und dann denken wir, jetzt haben wir's, und dann kommt wieder was anderes. Durch das Wechselbad der Gefühle zu gehen, von Freude oder was immer, bis zu tödlicher Langeweile, von Einsamkeit und Gottverlassenheit zu Gefühlen tiefster Verbundenheit oder umgekehrt, es ist wie das Wetter. Es ist unsere Ausrichtung und Hingabe, welche diesem Prozess großen Wert verleiht. Und wir entschließen uns immer wieder von Neuem dazu, jeden Tag, jeden Moment. Wir entschließen uns dazu, hier zu sein, hier zu sitzen, inmitten von all dem, was kommt und geht. Selbst dann, wenn alles sinnlos und hoffnungslos aussieht. Der christliche Mönch Thomas Merton sagte, wahres Gebet und Liebe lernen wir in der Stunde, in der das Beten unmöglich und unser Herz zu Stein geworden ist. Das ist irgendwie auch der Geist von Aditana drin. All das bedeutet nun aber nicht, dass wir anfangen zu kämpfen, zu streben. Meditation ist nicht ein Kampf darum, irgendwo hinzukommen, um die Dinge anders zu machen, als sie sind. Vielmehr ist es ein ständiger Entschluss, wirklich mit dem zu sein, was ist. Kontakt damit aufzunehmen, es sich fühlen zu lassen, es klar zu sehen, immer und immer wieder, gerade jetzt. Einige, vielleicht nicht so spektakuläre, aber sehr wichtige Aspekte der Praxis haben ebenfalls mit Aditana und Pranidhana zu tun. Das eine ist der Entschluss, sich an bestimmte ethische Verhaltensrichtlinien zu halten. Richtlinien wie die, zu denen wir uns am Anfang des Retreats entschlossen haben. Vielleicht, ich bin entschlossen, nicht zu töten oder zu verletzen. Oder nicht zu nehmen, was mir nicht gehört. Ich bin entschlossen, nicht zu lügen, ehrlich zu bleiben. Wenn wir uns auf diese Art und Weise entschließen, ist das anders, als wir, wenn wir denken, ja, ja, ich werde mir Mühe geben, wenn es geht. Also schauen wir mal. Das ist interessant. Das könnte auch positiv sein und ist es vielleicht auch, aber ist noch eine andere Kraft dahinter. Die Entschlusskraft setzt klare Grenzen für unser Tun, wenn es in Bezug auf das Verhalten geht. Setzt klare Grenzen in Bereichen, in denen wir sonst vielleicht von unhilfreichen oder von leidenschaffenden Gewohnheiten überrannt werden können, vielleicht von nicht sehr hilfreichen Gewohnheiten. Durch diese Art von Entschluss sind wir beschützt. Wir beschützen uns selbst. Und für andere, wenn es ethische Verhaltensrichtlinien sind, machen wir uns vertrauenswürdig. Zum Beispiel auch hilfreich, nicht nur bei ethischen Richtlinien, sondern auch, wenn es vielleicht darum geht, dass wir beschließen, im Alltag einmal im Tag zu meditieren. Oder vielleicht zum Beispiel, wir sagen, dass wir die nächsten 4 Wochen Metta praktizieren werden, dann tun wir es nicht nur für 3 Wochen. Egal wie es funktioniert, wie es geht, wie es klappt, was dabei rausschaut, wir entscheiden uns 4 Wochen zu tun, dann tun wir es für 4 Wochen. Oder zum Beispiel könnten wir uns entschließen, für die nächsten 2 Monate immer zu geben, wenn wir um etwas gebeten werden. Eine ganz interessante Praxis. Auch in Bezug auf rechtes Bemühen in unserer Praxis, sei es in der Meditation, wie hier im Retreat, oder sei es im Alltag, ist Aditana im Sinn von Entschlusskraft und großer Bedeutung. Einige von euch kennen diesen kurzen Text über Valmiki, aus einer Legende der Hindus über den Schöpfer des Ramayanas, Valmiki, der in alten Zeiten gelebt haben soll. Ist eine Art archetypischer Ausdruck von enthusiastischem Bemühen, Ausdauer und eben Entschlusskraft. Als junger Mann
durchsuchte Valmiki die Welt nach echter offener Freundschaft, nach Glück und nach Hoffnung. Als er nichts davon fand, zog er alleine in den tiefsten Wald, wo kein Mensch lebte, an eine Stelle, wo der Tamassa-Fluss in den Ganges fließt. Dort saß er in der Meditation während Jahren, ohne sich zu rühren, so still, dass weiße Ameisen einen Hügel über ihn bauten. Dort saß Valmiki im Ameisenhügel während Tausenden von Jahren, ohne sich zu rühren, blickte einzig mit seinen Augen hinaus und versuchte, die Wahrheit zu finden. Seine Hände gefaltet, sein Geist versunken in Kontemplation. Das ist eindrücklich. Das ist Entschlusskraft. Also auch hier, ein bisschen weniger ist auch gut. Ein weiterer Aspekt, hier eher auf der Seite von Pranidhana, ist der folgende. Das ist jetzt Yoshul Ken Rinpoche. Er immer und immer wieder betonte, wie das andere Lamas auch tun. Spirituelle Praxis besteht aus drei gleich wichtigen Teilen. Nur wenn wir alle drei Teile mit einschließen, ist die Praxis komplett. Wenn auch nur ein Teil davon fehlt, ist sie unvollständig. Es handelt sich erstens um die Motivation, man spricht vom Guten am Anfang. Dann als zweites ist es die Hauptpraxis, was immer unsere Hauptmeditation ist. Jetzt in diesem Retreat hier ist es Vipassana, die Praxis der befreienden Erkenntnis. Vielleicht in anderen Retreats kann es Metta sein oder was immer. Und drittens geht es um die Widmung, das Gute am Schluss. Das Gute am Anfang, das ist, was Rainer und vorher Samuel anleiten, jeden Morgen. Wenn wir am Anfang des Tages oder am Anfang der Meditationssitzung oder am Anfang einer Unternehmung Zuflucht nehmen und die Motivation des großen Mitgefühls, Bodhicitta, entstehen lassen, dann ist dies auch eine Praxis des sich Entschließens und des sich Ausrichtens auf das, was uns wichtig ist, auf die Werte. Das ist eine Art auch Vision. Zufluchtnahmen, Buddha, Dharma und Sangha, nicht als religiöses Glaubensbekenntnis, sondern als Klärung von Richtung, Ziel, Priorität in unserem Leben. Ausrichtung auf Buddha, das Erwachen, Weisheit, Mitgefühl. Dharma, Ausrichtung auf Dharma, heißt sich ausrichten auf die Wirklichkeit, wie sie jetzt, hier jetzt tatsächlich ist. Und sich ausrichten auf Mittel und Wege und auf die Praxis, die echt befreiend ist, die wir als befreiend erkennen und die Verbundenheit und Mitgefühl schafft. Und Ausrichtung oder Verbindung mit verwirklichten Menschen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, denen wir uns inspirieren lassen, Zuflucht in Sangha. Wir entschließen uns dazu, diese Werte, diese Wirklichkeiten, diese Qualitäten anzustreben. Ein Entschluss und eine Art von Vision oder Voraussicht in die Zukunft. Wir entschließen uns immer wieder von Neuem, dies zu tun, anstatt Enttäuschung, anstatt in Verlangen und Abneigung zu verharren. Also wir entschließen uns für eine sehr positive und inspirierende Sichtweise oder Vision des Lebens. Eine Praxis, die wir immer wieder wiederholen können. Praxis, in der wir uns auch auseinandersetzen mit dem, was wesentlich ist für uns und mit dem, was vertrauenswürdig und erstrebenswert ist im Leben, um sich dann darauf auszurichten. Die Motivation von Bodhicitta, der altruistischen Motivation oder inneren Haltung, die entstehen zu lassen, bedeutet, dass wir uns immer wieder dafür entschließen, nicht nur zu praktizieren, weil es uns selbst gut tut, sondern zum Wohlergehen möglichst vieler hier zu sein. Traditionell ist es der Entschluss, bis zur vollständigen Erleuchtung zu praktizieren, um für möglichst viele von möglichst großem Nutzen sein zu können. Egal wie viel es braucht,
egal wie lange es dazu braucht, auch wenn es so lange braucht wie Valmiki in seinem Hügel. Und Bodhicitta ist eine fantastische Vision unserer Praxis und des Weges der Befreiung. Diese Art von Entschluss und Wunschgebet vielleicht und Vision schafft auch eine starke, eine machtvolle Grundlage für Stetigkeit und Ausdauer in unserer Praxis. Und letztlich geht es hier um ein Lebenswerk und vielleicht sogar das Werk unzähliger Leben, wer weiß. Hier geben wir uns die weite Perspektive und den langen Atem. Shantideva schrieb, solange das All dauert, solange wie die Welt existiert, möge ich hier bleiben und helfen, das Leiden aller Wesen zu lindern und zu beenden. Das ist eine gewaltige Perspektive. Und wir können Bodhicitta zu unserer Motivation und zu unserer Praxis machen. Immer wieder, immer wieder. Das ist das Gute am Anfang. Genauso wichtig ist die Widmung, das Gute am Ende. Hat mit dem zu tun, was wir am Schluss um 9.20 Uhr jeweils üben. Am Ende der Praxis rechnen wir nicht zusammen, wie viel wir diesmal dabei verdient haben, sondern wir geben gleich alles weiter. Es ist wichtig für uns, gerade als AbendländerInnen, dass wir es zuerst anerkennen und wertschätzen. Sonst haben wir das Gefühl, es gäbe ja gar nichts zu verteilen. Also ich habe mich selbst jahrelang sagen hören, durch die Macht meiner Praxis, wenn da überhaupt irgendetwas war, so im Nebensatz, möge, wenn ihr euch dabei seht, jeden Abend, fangt nochmal an mit Achtsamkeit, Geduld, Ausdauer, Interesse und all das. Wir haben viel zu verteilen und wir können es wirklich gleich weitergeben. Tibeter brauchen oft ganz materialistische Beispiele. Sie sagen, wenn wir gutes Karma schaffen, brauchen wir das normalerweise auch wieder auf. Nämlich, wir brauchen es auf als angenehme Erfahrungen in diesem Leben oder als Wiedergeburt in glückvollen Bereichen in ihrer Sichtweise des Daseins. Sie sagt, ist wie bei Geld, das wir auf die Bank bringen, um uns später was Schönes damit zu kaufen. Widmung ist, als ob wir das gute Karma, die geschaffenen positiven Qualitäten und Energien mit einer Etikette versehen würden, nicht zum sofortigen Gebrauch bestimmt, darf nur zum Zweck der vollständigen Erleuchtung verwendet werden. Damit alle etwas davon haben, nicht nur ich. Oder vielleicht eröffnen wir ein unpersönliches Bankkonto. Oder vielleicht besseres, ich weiß nicht, ob das gibt. Aber eine Stiftung wie die hier, wo im Stiftungszweck steht, soll zum Segen vieler verwendet werden. Ist auch hier die Stärke und Klarheit von beiden, Aditana und Pranidhana, die diesem Entscheid oder dieser Verfügung vielleicht Macht verleihen. Wir bringen ein visionäres, fast prophetisches Element in unsere Praxis und sagen, möge es so sein. Wie damals vor 3 Äonen, als unser Buddha in einem seiner 3 Äonen viel früheren Leben den Dipankara-Buddha begegnete, heißt es in der Legende. Er war damals schon ein großer, verwirklichter Praktizierender. Das heißt, dass er durch die Erscheinung und das Wesen des Dipankara-Buddha so tief beeindruckt war, dass er sich auf den Weg legte an einer Stelle, die schlammig war, damit der Buddha seine Füße nicht beschmutzen müsse. Dipankara-Buddha aber hielt an und hielt die anderen auf und sagte, dass niemand seinen Fuß auf diesen Mann setze. In vielen Jahrhunderten oder vielleicht Jahrtausenden wird er an so und so einem Ort unter so und so einem Namen unter solchen Umständen die vollständige Erleuchtung eines Buddha erlangen. Und er wird für zahllose Lebewesen während Jahrtausenden von unschätzbarem Nutzen sein. Und genau so war es dann.
ist die visionäre und prophetische Kraft von Pranidhana. Klare und starke Absicht hat Macht. Bis jetzt Jahre, Tage, Minuten, Tage, Jahre oder Äonen sind. Sie hat Macht. Und wir können diese Aspekte zu einem Teil unserer Praxis machen. Hier ein anderer klassischer Anwendungsbereich dieser Qualitäten. Bei der Praxis von Samatha, von Sammlung, von ruhevollem Verweilen und Sammlung, wird Adhidhana gebraucht, um gewisse Geistesfaktoren aufzurufen, gewisse tiefe Zustände aufzurufen. Und sind Qualitäten, die eng mit Sammlung zu tun haben, und man lernt, wenn man so viel Sammlung hat, dass man sie erreichen kann, die dann auch aufzurufen. Sagt, möge freudiges Interesse entstehen, möge Einsgerichtetheit entstehen, möge tiefe Ruhe entstehen. Und wenn wir diese Faktoren oder Zustände genügend geübt haben, dann treten sie auch ein, wenn sie aufgerufen werden. Hier geht es um Dinge, die wir in sehr langen Retreats praktizieren werden. Aber es ist interessant, die Möglichkeiten zu kennen. Genau die gleiche Methode wird dann angewendet, um Versenkungsstufen zu erreichen. Möge ich die erste Versenkungsstufe erfahren, bis sie eintritt. Und ganz offensichtlich muss man an einem Punkt sein, wo der Aufruf oder diese Absicht realistisch ist, sonst ist nur Wunschdenken. Im Grunde genommen nun können wir dieses Prinzip des Aufrufens, oder wie immer wir dem sagen können, überall anwenden, in unserer Alltagspraxis sogar. Oder wir können Dinge sagen wie, möge dieses Meditationszentrum hier erblühen und mögen unzählige Menschen hier Glück und innere Freiheit finden. Aber dann müssen wir tun, dann tun wir alles Notwendige und alles, das uns persönlich möglich ist, um diesem Wunsch oder dieser Vision Wirklichkeit werden zu lassen. In manchen buddhistischen Traditionen werden die sogenannten vier unbegrenzten Wünsche bei jedem möglichen Anlass rezitiert, morgen, mittags und nachts. Und diejenigen, die sich dafür interessiert haben, haben dieses eine Blatt mit den Zufluchts- und Motivations- und Widmungstexten vielleicht da vorne mitgenommen. Da stehen diese vier unbegrenzten Wünsche oder Brahma-Viharas auch drauf. Sind die guten Wünsche, die den Herzensqualitäten von liebevoller Güte, Mitgefühl, von Mitfreude und von heiterer Gelassenheit entsprechen. Und zur Erinnerung lese ich sie euch. Mögen alle Lebewesen Glück erlangen und die Ursachen des Glücks. Der Wunsch von Metta, von liebevoller Güte. Mögen alle Lebewesen frei sein von Leiden und von den Ursachen des Leidens. Der Wunsch von Mitgefühl. Mögen alle Lebewesen nie mehr getrennt sein vom höchsten Glück, das ohne Leiden ist. Das Ausdruck von Mitfreude. Mögen alle Lebewesen weder aneinander haften noch einander hassen und in unerschütterlicher, heiterer Gelassenheit und in Frieden ruhen. Das ist Ausdruck von Gleichmut, von Gelassenheit. Interessant finde ich hier, dass man all das ein Stück weit eben auch im Alltag anwenden kann. Auch nur, wenn es Geistesqualitäten sind, die wir schon geübt haben, die wir schon kennen oder zu denen wir bereits oft Kontakt hergestellt haben, so dass wir wissen, was sie eigentlich sind, wie sie sich anfühlen oder welche Haltung, um welche Haltung es dabei geht. Wenn wir mit der inneren Haltung von Metta zum Beispiel mehr und mehr vertraut sind, dann können wir zu uns sagen, jetzt nicht einfach nur im Retreat um Viertel vor vier nachmittags, sondern in irgendeiner Situation. Möge liebevolle Güte in mir entstehen. Und dann tut sie's. Wenn ihr euch erinnert, wie das ist, liebevolle Güte, wenn ihr euch an die Haltung erinnern könnt, die ihr oft, so oft geübt habt, kann man sie aufrufen. Oder wir brauchen
den Metasatz, was immer eure Metasätze sind, mögest du glücklich sein. Und oft nur das Erinnern dieses Satzes lässt dann diese uns bereits bekannte, vertraute innere Haltung entstehen. Vielleicht sind wir irgendwo im Bus und weiß nicht, was ihr tut, aber vielleicht denken wir, wie die aussieht oder was der eigenartig oder was immer. Und dann kommt und sagt, hey, magst du glücklich sein? Brauchen wir ihnen nicht zu sagen. Und sofort ändert sich etwas. Rein nur, dass wir uns daran erinnern, dass es eine Möglichkeit ist und diese Möglichkeit aufrufen. Ändert sich etwas, vielleicht nicht dramatisch, aber bereits in wesentlicher Art und Weise. Eine Form von Aditana spielt damit. Wir können mehr erreichen, als wir uns je zugetraut hätten. Wir haben mehr Macht, als wir glauben, im Guten und im Schlechten. Und wir müssen uns immer wieder für die hilfreichen Kräfte entscheiden, sie aufrufen, sie mit Leben erfüllen. Dann ist letztlich alles möglich. Vielleicht sogar Buddhaschaft zum Wohle aller Lebewesen. Ich möchte mit dem Bodhisattva-Gelübde schließen. Wunsch und Inspiration der Bodhisattvas. Die Lebewesen sind zahllos. Ich werde helfen, sie zu befreien. Die Innenkonflikte sind endlos. Ich werde sie beenden. Die möglichen Erkenntnisse sind unermesslich. Ich werde sie verwirklichen. Der Weg der Buddhas ist vollkommen. Ich werde ihn bis zum Ende gehen.